Hallo, herzlich willkommen beim Fitura Advent Speedsetting. Wieder ein neuer Tag in der Adventszeit mit einem neuen Spielchen und einem neuen Gast bei mir. Hier ist Melanie Thormann und ich begrüße heute bei mir Philipp Baksunovic. Philipp, hallo, grüß dich hier, Melanie. Hallo. Philipp ist Heilpraktiker für Psychotherapie, hat aber noch ganz, ganz viele tolle Facetten, die er uns heute vorstellen möchte. Und ich freue mich ganz besonders, weil das ist ein Thema, das uns alle betrifft und worüber nicht gern gesprochen wird. Aber gerade in der Vielfältigkeit, die Philipp es angeht, finde ich, es passt es sehr gut in die Fitura ganzheitliche Gesundheitsbetrachtungsweise. Und darum arbeite ich auf dem Gebiet gerne mit Philipp zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Sei doch so lieb und stell dich bitte selber ganz kurz vor und sag unseren Zuschauern, was ist denn genau dein Spezialgebiet? Ja, vielen Dank für die Einleitung und vor allem für die Einladung. Wie gesagt, ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie, ist ja eigentlich nur so ein Begriff. Im Großen und Ganzen ist es aber eigentlich mehr, könnte man sagen, spirituelle Übermittlung. Ich mache viel, wie soll man das erklären, ist eigentlich mehr so ein fühlendes Sehen. Also ich habe viele Klienten, die kommen und haben vielleicht psychosoziale Probleme oder Beziehungsprobleme, vielleicht auch Angststörungen, Depressionen etc. Aber ohne, dass ich das jetzt grob tituliere oder dem ein Schild überzwänge, ja, versuche ich das eigentlich quasi über das fühlende Sehen näher zu definieren. Das funktioniert so, dass ein Mensch quasi in die Praxis kommt und man merkt eigentlich schon beim Betreten der Praxis, dass er bestimmte Gefühle, die er unterdrückt, mitgebracht hat oder mitbringt. Und die versuche ich quasi anzusprechen. Er sagt dann vielleicht A oder B, aber ich spreche dann direkt quasi C oder D an. Und wir versuchen dann viel über hypnotische Maßnahmen oder Reinkarnationstherapie zum Beispiel bestimmte Sachen aufzudecken. Also es ist jetzt nicht so einfach, das in Worte zu fassen. So jetzt würde ich den Anfang. Okay, aber grundsätzlich stimmt das Wort vielfältig und dann auch ganzheitlich dabei. Ja. Somit ist die Schleife und die Brücke sozusagen zu mir auch geschlagen. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie wirkt sich denn deine Arbeit speziell auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der jeweiligen Kunden und Kundinnen aus? Ich hoffe positiv. Ja, das wünschen wir uns, ja. Also, ich bin wirklich mega froh, dass wir heute das Interview machen. Ich hatte heute zum Beispiel, ich bin ja unter Schweigepflicht, aber ich hatte heute eine sehr, sehr interessante Klientin da. Die war jetzt schon ein paar Mal da und die kann kaum gehen, ja, zittert sehr und hat eigentlich eine Angststörung. Und genau das, um das auf den Punkt zu bringen zum Beispiel, sie meint, dass sie schwer an Parkinson erkrankt ist. Ich weiß aber, dass sie keine organische oder keine neurologische Erkrankung hat. Und dann haben wir zum Beispiel 50 Minuten eine Übung gemacht, wo es geht, aus dem Kopf ins Herz zu gehen. Ich habe dann angefangen, ihr Herzgefühl quasi zu bestärken. Und am Ende habe ich sie langsam aufgefordert, aufzustehen. Und du wirst es nicht glauben, ja, sie ist tatsächlich aufgestanden alleine und konnte den Raum verlassen. Mhm. Ja. Also denke ich mal, hat es heute ich bin sehr dankbar, einen sehr positiven Effekt gehabt. Mhm. Letztendlich hat aber der Klient das selber gemacht, nicht ich. Also ich habe jetzt kein Hexenwerk betrieben, sondern ich habe einfach nur bestimmte Ressourcen beim Klienten aktivieren können, die er in dem Moment dann nutzen konnte. Okay. So. Also das klingt sehr spannend. Ja, das klingt sehr spannend und eben auch sehr tiefgreifend. Ja, also das heißt also, dass es wirklich auf verschiedenen Ebenen auch ansetzt und wunderbare Ergebnisse auch erzielen kann. Was ist denn so letzten Endes das Beste, was ein Klient mit deiner Zusammenarbeit auch erreichen kann? Das Beste, das ist eine sehr schöne Frage. Das Beste ist, ganz ehrlich, die meisten Menschen, so wie ich damals, verfügen über 100%, nennen wir es mal so, nutzen aber davon nur 20 bis 30%. Und das Beste, was meinen Klienten passieren kann, ist, dass ich recht schnell diese 100 aus ihnen raushole, ja, und dass sie recht schnell wirklich diese 100 einsetzen und sich sehr viel in deren Leben verändert und sie somit auch quasi in die persönliche Autonomie begleiten kann, also raus aus der Abhängigkeit.
und eben nicht 3 Jahre in meine Praxis kommen und 3 Jahre therapieren und irgendeine Abhängigkeit generieren. Das Beste ist eigentlich, dass ich das, was sie sowieso schon in sich haben, einfach aktiviere und ihnen zeige, dass sie wesentlich mehr Potenzial haben, als sie eigentlich an den Tag legen. So könnte man das sagen. Das ist eine wunderbare Aussicht, die finde ich auch ganz wertvoll. Natürlich sind wir alle Menschen und wir unterliegen ja sozusagen auch der Veränderung. Das heißt, dass immer wieder neue Prozesse auch entstehen können. Aber ja, es ist ja nichts Schöneres, wenn ich auch gewisse Dinge einfach erstmal auflösen kann, um dann wieder entspannt in die nächste Situation gleiten zu können. Das finde ich wirklich sehr, sehr wertvoll. Ich musste dazu sagen, dass wir haben so einen starken Fokus durch die Gesellschaft immer auf Dinge. Man hört ja immer, hast du deine Themen bearbeitet? Hast du das aufgelöst? Hast du dich drum gekümmert? Und ich kann es nicht mehr hören, ganz ehrlich, weil, ich sage dir auch warum, weil jede Münze hat 2 Seiten. Ja, alles, was dir angeblich, was schlecht für dich war die letzten 10 Jahre, hat dich ja irgendwo auch beschützt, bewahrt, ja, vor bestimmten Aktionen, Erlebnissen, Erfahrungen, die du gemacht hast. Und somit wird es irgendwie so negativ bewertet, anstatt dass man auch sieht, dass es auch große Vorteile hatte. Ja, das ist jetzt nicht schönreden, sondern es ist mal ein anderer Blickwinkel aus einer anderen Perspektive. Mhm. Aber du hast recht, klar, loslassen oder bestimmte Themen auflösen, um einfach einen Schritt weiterzugehen, ist sicherlich ein wichtiger Schritt davon. Mhm. Genau so sieht das aus. Und das finde ich auch sehr, sehr wertvoll, dass wir genau diesen Weg auch gemeinsam beschreiten können für unsere Kundinnen und Kunden. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, für dieses Interview heute zur Verfügung zu stehen, sodass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer diesen Wert auch gerade in die Weihnachtszeit, in die Adventszeit mitnehmen können, um ihr Jahr zu reflektieren und neu für das neue Jahr, das kommt, dann auch auszurichten. Ja. Hast du vielleicht abschließend noch einen Tipp, einen alltagstauglichen Tipp, den du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns jetzt hier begleiten, direkt mit auf den Weg geben kann, was sie sofort auch in die Tat umsetzen können? Ja, spontan fällt mir ein, dass Menschen, wir haben alle irgendwo Angst. Angst ist auch ein gesunder Mechanismus. Aber ich will sagen, dass Angst ist immer Abwesenheit von Liebe. Und Liebe kann nur in Freiheit geschehen. Ja? Und wenn ich diese Angst, die ich in mir habe, einfach mal nicht dagegen ankämpfe, sondern sie einfach mal annehme als ein Teil von mir, was sie ja wirklich ist, dann sage ich dir, kannst du ungeahnte Kräfte in dir mobilisieren, die dich wesentlich weiterbringen im Leben, also im zwischenmenschlichen, aber auch im persönlichen Werdegang. Das ist so mein Tipp. Ja, und frohe Weihnachten bald. Ein wunderbarer Abschluss im Sinne der Liebe, was ja auch gerade zur Weihnachtszeit wieder ein großes Thema ist. Eigentlich sollte es immer ein Thema sein. Alles, was aus der Liebe kommt, kann nur gut sein. Aber zur Weihnachtszeit erinnern wir uns ja alle immer gerne daran. Vielen, vielen Dank für diesen super schönen Tipp. Lieber Philipp, ich danke dir von ganzem Herzen. In Liebe wünsche ich dir eine wundervolle Weihnachtszeit. Dir, lieber Zuschauer, auf der anderen Seite auch eine wunderschöne Weihnachtszeit, Adventszeit, genießt die Zeit, geht in euch. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie Philipp und ich zusammenarbeiten, dann erfahrt ihr mehr unter www.ketura.de. Oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an info@ketura.de. Wir sind jederzeit gern für euch da. Ja. Von uns für heute. Wir wünschen eine schöne Zeit. Danke, lieber Philipp, und bis bald. Ciao.